Der schönste Tag im Leben, aber auch der teuerste. Habt ihr mal zusammengerechnet? Knapp 55. Also das war jetzt nur von deiner familiären Seite. Ja, genau. Und von deiner gehe ich jetzt ungefähr mal genauso. 30 vielleicht. Da sind wir am Ende so knapp bei 100.000 Euro. Einfach heiraten war gestern. Trotzdem ist jeder heute schon auf der Suche nach was Individuellem. Die wollen was Spezielles haben. Ganz in Weiß zum Schnäppchenpreis. Wo lässt sich sparen? Das sind jetzt 1.500. Das ist wirklich ein getragenes Kleid. Was hat das dann im Original mal gekostet? Ungefähr doppelt so viel. Also an die 3.000 Euro. Liebe geht durch den Magen. Aber was kostet das Catering? 3.000 Euro fürs Essen, 6.000 Euro für die Location und für Getränke. Sind wir bei 9.000 Euro. Und dann regnet's. Wetter kann man nicht kaufen, ne? Ob Daniel Assmann sich ein zweites Mal traut? Jetzt bei Ausgerechnet Hochzeit. Vor ungefähr 10 Jahren habe ich genauso, genau hier zu meiner Frau, ja, ich will gesagt. Die gute Nachricht, der Anzug passt immer noch und die Ehe hat bis heute gehalten. Die schlechte Nachricht, heiraten wird gefühlt immer teurer. 14.563 Euro kostet heutzutage die Durchschnittshochzeit mit 61 Gästen. Und da frage ich mich, was bekomme ich überhaupt für dieses Budget? Und worauf muss ich beim Tag der Tage verzichten? Und was ist eigentlich an dem Gefühl dran, dass Dienstleistungen direkt teurer werden, wenn ich für eine Hochzeit anfrage? Sagen Sie ja, ich will zu Ausgerechnet Hochzeit. 390.000 Paare heirateten 2022 in Deutschland. Im Schnitt sind sie dabei 33 Jahre alt und damit gut 6 Jahre älter als noch vor 30 Jahren. Brautkleid, Anzug, Ringe, Torte, Catering, Location, Deko, Fotos, Musik und. Die Liste ist lang und das Budget sprengt schnell den Rahmen. Daniel will in Münster wissen, was haben bereits Vermählte für ihre Trauung ausgegeben und was sind zukünftige Hochzeitspaare bereit zu zahlen? Schwirrt der Gedanke im Kopf, vielleicht mal zu heiraten? Ja. Was würdet ihr ungefähr so ausgeben wollen? 10.000, 15.000. Sind Hochzeiten heutzutage ein teurer Spaß? Was würden Sie sagen? Auf jeden Fall. Ja? Was haben Sie damals für Ihre Hochzeit ausgegeben? Wissen Sie das noch? Ungefähr. Ja, wenn wir die Reise mitziehen. Wir haben nämlich in Las Vegas geheiratet. Tatsächlich? Ja. Man hätte da so ein Wedding-Package buchen können. Das wäre richtig teuer gewesen. Und wir haben das alles vor Ort im Hotel organisiert mit Stretch-Demo. Ja. So eine Dinnerabendshow und so weiter drum und dran. Und unsere Zeugen waren auch mit dabei. Ja. Genau, wir haben hinterher dann noch eine große Party gemacht. Ja. Was hat die denn ungefähr gekostet? Sind wir 6.000, sind wir 12.000, sind wir 15.000? Ja, 6 schon mit, doch, 6. Ja, 6. Ja. Was habt ihr denn bezahlt für eure Hochzeit? Die Durchschnittshochzeit liegt bei 14.563 Euro. Wir haben für nur Gold knapp 14.000 bezahlt. Welches Gold? Also für den Ring? Und ja, Ringe. Oder? Dann gibt es traditionelle Kleidung und alles drum und dran. Dann hat die Frau Gold an den Händen, an den Fingern, an Ketten und Ketten und Ketten. Okay. Die Hochzeit hat bei uns 3 Tage gedauert. 3 Tage Hochzeit? Ja. Mit wie vielen Leuten? 600 Leuten. Okay. Und habt ihr mal zusammengerechnet, was alles grob gekostet hat? Nur von unserer Seite knapp 55, bisschen mehr, aber ich wollte jetzt auch nicht. Also das war jetzt nur von deiner familiären Seite. Ja, also, genau. Von deiner gehe ich jetzt ungefähr mal genauso. 30 vielleicht. 30, also sind wir am Ende so knapp bei 100.000 Euro gewesen. Für 600 Gäste und jede Menge Gold, wie ich verstanden habe. Doch heiraten geht auch günstiger. Laut einer Umfrage des Hochzeitsportals WeddyPlace unter mehr als 5.000 Paaren lagen die durchschnittlichen Ausgaben für eine Hochzeit bei 14.563 Euro. Ob Daniel mit diesem Budget auskommt? Auf der Hochzeitsmesse Trau dich in Düsseldorf startet seine Rechnung. Erster und wichtigster Punkt: Eheringe. Kosten auf der Messe schon mal 1.800 Euro. Das Budget schrumpft schnell und es fehlt ja noch jede Menge für die Traumhochzeit. Was kostet so ein Brautkleid im Schnitt? Von bis, also lange Kleider fangen ab 800 Euro an bis 2.000 Euro von unseren Designern. Ja. Anzug kostet? 550 bis 890. Ich sage mal, im Schnitt zahlen die Jungs bei uns für das komplette Outfit mit allem drum und dran 1.500 bis 1.700. Ich schreibe mir das mal eben mit auf. Ja, klar. 1.600 für den Anzug, aber dann maßgeschneidert. Selbstverständlich. Okay.
Was bietet ihr denn an? Wir vermieten alles Mögliche an Material für ihre Veranstaltung, also für eine Hochzeit zum Beispiel. Von einem Zelt, was wir aufbauen, mitten auf dem Acker, wenn gar nichts als Location geplant ist. Ja. Und die Möblierung, da kümmern wir uns auch drum. Genau. Was kostet grob im Durchschnitt eure Dienstleistung? Für 61 Leute, sagen wir jetzt mal. Für 61? Ja, weil dann ist genau der Durchschnitt. Mit einem Zelt, also wir gehen davon aus, wir haben keine Location, gar nichts. Ja. 10 kann man da mit Sicherheit rechnen. 10.000? Ja. Okay. Ja, aber dann reden wir auch davon, dass wir eine ganze Location herstellen. Ne? Ja. Was kostet das bei euch? Foto und Video? Foto und Video kostet 3.150 Euro. Ja. Und nur Fotografiebegleitung ungefähr 2.650 Euro. Okay. Preisunterschied nur 500 Euro. Deswegen viele Kunden buchen Foto plus Filmpakete bei uns. Ah ja, okay. Was für eine Auswahl an Angeboten. Und die Hochzeitsindustrie denkt sich immer neue Dinge aus. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was die hier machen. Wir stellen uns einfach mal dazu. Jeder Gast kann sein Plättchen hier bestempeln und einschlagen. Ja. Und darf es dann an die Wand hängen. Und das Brautpaar nimmt es nachher mit nach Hause und hängt es als Wandobjekt, als Wandkunstwerk an. Also das Ganze quasi kann ich mir dann so, wenn ich jetzt irgendwie meine 60 Gäste habe, 61 Gäste, dann kann ich das so annehmen. Ganz genau. Okay. Das ist ja mega interessant. Das heißt so, dieses klassische Gästebuch, ja, wird es wahrscheinlich auch noch immer geben, aber habt ihr jetzt mal eine Nummer weitergedacht? Der Hintergrund ist aber auch, das ist noch ein Programmpunkt richtig, also die Leute haben was zu tun. Also da geht es ja so ein bisschen hin, dass es nicht nur eine reine Hochzeit ist, sondern dass man ein bisschen attraktiv den Abend auch gestaltet und dass die Leute was zu tun haben. Ja. Und was kostet der Spielespaß? Boah, gut, das W hätte ich noch mal machen müssen. So. WDR. Richtig, wir sind vom WDR. Ist das so der Trend, eben, dass du hast die Standards, aber jetzt möchtest du was Individuelles auch haben? Ganz viele, klar, Hochzeiten, vieles wiederholt sich, ja. Aber trotzdem ist jeder heute schon auf der Suche nach was Individuellem. Die wollen was Spezielles haben. Vieles ist vielleicht auch nicht bezahlbar, aber so kleine Feinheiten, coole kreative Ideen, da sind die Leute doch auf der Suche und können sich das dann vielleicht auch für ihre eigene Hochzeit vorstellen und auch leisten. Was kostet denn die Idee, die ihr euch jetzt hier ausgedacht habt? Also die kleinste Wand, die beinhaltet 56 Plättchen, die kostet 339 Euro. Da ist ein Werkzeugkoffer dabei, dort ist alles, was du für diese Wand, für die Gestaltung der Wand brauchst, dabei. Ja. Genau, die Wand, die Plättchen, wir schicken dir alles vor der Hochzeit zu. Also wir kümmern uns um jedes Produkt und passen das quasi individuell an, sodass es nicht nur einfach da steht, sondern dass die Leute wirklich anschauen, ah, guck mal, schön, wunderbar, passt da noch nachher schön ins Haus rein. Okay, ich schreibe mal einmal auf, das war 339. Genau. Ich wäre nie auf euch gekommen. Ich hätte euch ja nie als Idee im Kopf gehabt. Also ich finde, so eine Messe ist natürlich, da sieht man das, ist eine super Sache, um sich inspirieren zu lassen. 140 Aussteller werben um neue Hochzeitspaare. Da kann man schnell den Überblick verlieren, vor allem übers Geld. 14.563 Euro ist so die Durchschnittshochzeit. Ich habe hier erste Eindrücke gesammelt und habe jetzt schon das Gefühl, ich habe nicht viel Budget. Also insofern. Daniels Hochzeitsrechnung geht weiter. Einen DJ findet er hier für 950 Euro. Der Anzug liegt bei 700 Euro. Knapp 1.700 Euro für Fotos, aber ohne Video. Bleiben weniger als 10.000 Euro für Location und Catering. Und die Braut hat noch kein Kleid. Salonfähig machte den Traum in Weiß übrigens Königin Victoria bei ihrer Hochzeit im Jahr 1840. Davor wurde er in Schwarz geheiratet. Wisst ihr, was eure Kleider jetzt kosten, die ihr anhabt? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich gefragt. Ne? Fangen wir mal an, was kostet deins? Ab 2.000. 2.000? Ich weiß es gar nicht. Du weißt nicht? Und ich bin auch nicht ganz sicher, ich glaube 1,7. 1,7, also um die 2.000 Euro, ja, schätze ich dann jetzt mal. Okay. Habt ihr damals auch so viel für euer Kleid ausgegeben? Oder? Doppelte. Doppelte? Ja. Ja. Warum hast du gesagt, hör mal, 2.000? Das war's. Also ich habe es angezogen und dann merkt man einfach als Frau, das ist es oder das ist es nicht. Ja. Budget war halt auch komplett überschritten, aber... Es war halt das Kleid. Ja. Warum ist man denn bereit, für diesen einen Tag bis zu 4.000 Euro dann in deinem Fall für ein Kleid auszugeben, wo man eigentlich weiß, das ist nur für diesen einen Tag. Warum trotzdem? Man träumt von Kind auf, glaube ich, immer auf diesen Tag hin. Ne? Ja. Und man will an diesem Tag auch was Besonderes tragen. Und jeder guckt ja auch auf einen. Ne? Mir war es nicht wert, so viel auszugeben. Und wir haben dann die Hochzeit auch in einem südlichen Land gefeiert. Ich hatte einfach einen weißen Bikini an und haben mir das Geld gespart. Ja. Das war ein Megatipp. Aber gut, die Reise wird ein bisschen teurer gewesen sein. Dafür haben wir die Reise gemacht. Ja, okay, aber super Idee. 2.000 Euro und mehr für ein Brautkleid sind nicht selten. Am liebsten würde Daniel bereits jetzt sein Budget verdoppeln. Aber so einfach machen wir es ihm nicht. Also muss er kreativ werden.
So, ich habe jetzt mal hier so grob überschlagen, ne? Make-up 400 Euro, Location mit Essen 6.100, DJ 950, Floristik, Tischdeko 3.000 und so weiter und so fort. Mit meinem Budget hier von 14.563 muss man auf jeden Fall Abstriche machen. Man kann sich eben nicht alles leisten. Und jetzt sind wir hier kurz vor der Show, wo die Brautkleider gezeigt werden. Und da habe ich mir gedacht, da frage ich doch mal nach, ob hier die Bräute, die zukünftigen, vielleicht bereit sind, beim Brautkleid, also quasi bei dem emotionalsten Ding, wie ich finde, Abstriche zu machen. Wer wäre bereit, bei der Hochzeit, bei dem Tag der Tage, in einem Secondhand-Brautkleid vor dem Altar zu stehen oder wo auch immer ihr heiraten werdet? Die bitte in die Hände klatschen, die sagen, jo, ist für mich kein Thema, Secondhand-Brautkleid wäre ich für bereit. Bitte jetzt klatschen. Okay. Jetzt alle Bräute, die sagen, ne, das ist doch der Tag der Tage. Ich brauche mein Kleid und das muss neu sein. Ich möchte genau das Kleid haben. Bitte jetzt klatschen. Also ich würde sagen, das war tatsächlich so ungefähr 50-50, ne? Neue und gebrauchte Kleider gibt es bei Jacqueline Lavin in Velbert. Hier möchte Daniel wissen, wie viel lässt sich beim Brautkleid sparen, wenn es bereits eine Hochzeit hinter sich hat? Du darfst dir gerne Schuhbazier nehmen oder die Schuhe ausziehen, wie du magst. Ach so, ja gut. Genau, wir müssen so ein bisschen aufpassen. Ja, damit ganz in Weiß auch ganz in Weiß bleibt. Richtig, ja. Genau. So, alles klar. Es geht um Secondhand-Kleider bei Richtig. Dir. Ist das alles Secondhand hier? Fast alles. Also 90% ist Secondhand tatsächlich. Zeig mir doch mal einmal dein günstigstes. Das günstigste Secondhand-Kleid, das ich bei dir bekomme. Das allergünstigste ist momentan bei 410 Euro. 410 Euro von Friederike in Größe 40. Genau. Ja. Bräute können ihr Kleid bei Jacqueline in Kommission geben. Beim Verkauf bekommt die Braut 65%, Jacqueline 35%. Mehr als 250 neue und gebrauchte Brautkleider hat sie mittlerweile im Angebot. Preis zwischen 500 und 2000 Euro. Jetzt zeig mir doch mal das teuerste Secondhand-Kleid. Das ist jetzt aber zum Beispiel 1600. Ja. Ist es auch von einer Privatkundin. Das ist aber zum Beispiel so teuer, weil es noch gar nicht geändert wurde. Also geändert heißt, das wurde dann nicht auf Maß geschneidert. Das wurde so gesehen noch nie getragen? Genau, oder? Das wird noch nicht getragen. Ah, okay. Ist aber trotzdem ein Secondhand-Kleid, weil es halt ja, im Privatbesitz ist, beziehungsweise wurde ja schon anprobiert. Ich habe aber auch noch ein richtiges Secondhand-Kleid, ja. Das recht teuer ist. Das sind jetzt 1500. Das ist wirklich ein getragenes Kleid. Ja. Und das, was hat das dann im Original mal gekostet? Ungefähr doppelt so viel. Also an die 3000 Euro. Also ich kann 50% mit einem Secondhand-Kleid sparen? Ja, in den meisten Fällen sind es 50%, genau. Ganz in Weiß zum Schnäppchenpreis. Außerdem sind gebrauchte Kleider natürlich nachhaltiger. Also da kann ich ja ordentlich sparen. Jetzt würde ich ja gerne mal sehen, weil du hast ja gesagt, du hast auch neue Kleider. Ja. Ich würde gerne mal im Vergleich einmal ein neues Kleid sehen. Ja. Weil ich weiß nicht, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wo ich irgendwie Unterschiede sehen soll, um ehrlich zu sein. Das ist auch eins, das ist neu und das ist dann auch zum Bestellen in verschiedenen Größen. Mhm. Klar, da sieht man jetzt vielleicht der Saum. Da ist der Saum jetzt sauber, ja. Und hier ist der Saum jetzt ein bisschen dreckig. Aber wie gesagt, also wenn ich mit dem Kleid ja einmal rausgehe, dann ist ja auch, guck mal, man sieht, also da ist ja auch kaum Unterschied. Also ja, höchstens halt in der Schleppe, ne? Wenn man sich vorstellt, das wird über den Boden gezogen. Ja, ja. Aber auch selbst da, die meisten Flecken gehen raus. Ja. Ich glaube, das ist der Punkt, der vielen wichtig ist. Was kostet das jetzt hier? Das kostet ungefähr so circa 850 Euro. Das okay. Ist aber auch deutlich, zumindest mein Laienauge sagt das so, dass das nicht so aufwendig ist wie das hier. Richtig, ne? Mit genau. Den ganzen Steinchen hier und so weiter. Ne? Aber das heißt, ich kann Secondhand ein aufwendigeres, schöneres kaufen zum gleichen Preis wie ein neues, was vielleicht weniger aufwendig ist. Ne? Ja, ungefähr jetzt. Also wenn wir es jetzt vergleichen wollen, könnte ich jetzt den anderes zeigen. Ja. Da gäbe es zum Beispiel dann sowas. Boah, das ist aber auch ganz schön schwer hier, so ein Kleid. Ja, das den hat halt Tag viel Zoll. Den ganzen Tag hier in so einem Kleid. Wobei, wenn du es halt am Körper trägst, ist das ja angepasst. Das heißt, es verteilt sich ja am ganzen Körper. Und dann ist das jetzt nicht so, als würdest du es festhalten. Also du meinst, ich soll das mal am Körper tragen? Nee, du nicht. Ja, jetzt doch, ich probiere das gleich mal aus. Ist ein kleiner Cliffhanger, Sie müssen dranbleiben, dann können Sie es sehen. Also, wir machen erstmal hier weiter. Okay, so. Das zum Beispiel, das ist jetzt auch ein neues Kleid. Ja. Das kostet ungefähr 1.600 Euro. Also neu 1.600. Ja. Und das ist jetzt ja 1.500 gebraucht. Ja.
Und hat sonst 3.000 knapp gekostet. Richtig. Das bringt mich aber auf folgende Frage. Wenn ich jetzt das Kleid meiner Frau oder meine Frau ihr Kleid vorbeibringen würde und sagen wir mal, das hat 1.000 Euro gekostet, wie viel würde sie denn dann dafür noch kriegen? Im Endeffekt so ungefähr ein Drittel vom Neupreis ist das, was die Kundinnen, also die Eigentümerinnen dann noch bekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so mein Empfinden ist gerade, ich sehe kaum Unterschiede, ich sehe eigentlich gar keine Unterschiede, außer jetzt hier unten mal so ein bisschen Dreck, den man dann aber auch nicht richtig wahrnehmen kann. So, und deshalb finde ich, ist das eine super Alternative zum Sparen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die meisten Kundinnen möchten rund 1.000 Euro für ihr Kleid ausgeben. Auch die zukünftige Braut Amy möchte sparen und kommt mit ihrer besten Freundin zur Anprobe. Ich würde mich auf jeden Fall für ein Secondhand-Kleid entscheiden. Und dann würde ich sagen, ich würde jetzt mal so 1.000 Euro mit 1.000 Euro für ein Secondhand-Kleid ins Rennen gehen, was ja dann ursprünglich 2.000 Euro gekostet hat. Also hier kann man gut sparen, wie ich finde. Warten auf den magischen Moment. Ist das für dich das erste Mal jetzt in... Ja, das ist das allererste Mal. Und, wie fühlt es sich an? Schön, ich hatte auch tatsächlich noch nie in meinem Leben ein langes Kleid an. Ja. Das muss man dazu sagen. Ach so. Also, nee, noch nie ein langes, noch nicht mal so ein langes. Aber wie ist das denn jetzt für dich? Weil das ist ja der Moment, das hört man zumindest immer, die Mädels, ne? Die Frauen, die irgendwie das ganze Leben darauf hinfiebern und jetzt auf einmal steckst du dann in dem Kleid. Was ist das für ein Gefühl für dich? Schön. Also ich freue mich jetzt tatsächlich auch auf die andere, da bin ich echt richtig gespannt. Ja. Was würde das Kleid jetzt kosten? Das wäre jetzt 650. Hast du dir ein Budget gesetzt fürs Kleid? Also grundsätzlich war ich ja erstmal gar nicht, oder habe ich ja gar nicht erstmal an Secondhand gedacht, sondern ja erstmal an ein neues Kleid grundsätzlich. Ja, ja. Jetzt Secondhand auch was einsparen kannst, aber habe ich mir eigentlich kein Budget gesetzt. Aber weißt du, worauf du dich einlässt? Also was Hochzeit kosten kann am Ende? Wir haben schon ein Angebot eingeholt, das war aber weit weg von Gut und Böse. Ja, was war da? Da war man so um die 50.000 mit allem für eine große Hochzeit. Und da habe ich gesagt so, nee, also für einen Tag, nee, da bin ich dann auch nicht bereit für. Ja. Secondhand-Brautkleider sind selten. 76% aller Bräute behalten ihr Kleid. Nur 5% verkaufen es. Oh, das sieht hübsch aus. Das sieht auch gut aus. Mhm. Also ich hätte jetzt schon, komm ruhig mit, ich hätte jetzt schon Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, sag ich mal. Oh, das finde ich sehr schön. Und das ist jetzt auch ein Secondhand-Kleid? Genau, das war noch nicht getragen, also auch noch nicht geändert. Genau. Und wie liegen wir da jetzt preislich? 1.300, meine ich, wäre es gerade gewesen. Und hat quasi neu, hätte 2.600 ungefähr gekostet. Nee, das sind ja jetzt 70%. Ach so, ungefähr 70% vom Neupreis. Ah ja, weil noch nicht getragen. Genau, okay, richtig. Alles klar. Dann haben wir noch alle Möglichkeiten und es wurde ja noch nicht den ganzen Tag getragen, deswegen ist dann... Okay, also hier würde sie jetzt 30% sparen, im Gegensatz zum Neukauf, wenn das jetzt... woanders kaufen würdest, als neues Kleid. Fühlst du dich denn wie in einem Secondhand-Kleid? Das ist jetzt die spannende Frage. Nee, oder? Nein, also. Aber auch im ersten gar nicht. Weil das fühlt sich an wie ein neues Kleid. Ja. Was man natürlich bedenken muss, dass da noch Änderungskosten zukommen. Ja. Mit wie viel Kosten muss man da dann so rechnen ungefähr? Meistens so um die 100 Euro. Mhm. Sonst von der Taille her ist das schon recht gut. Also da muss man gar nicht mehr so viel machen. Mhm. Also so, ich würde mal schätzen, das dürfte nicht mehr als 200 Euro sein. Ja. Aber es gibt auch mal Änderungen, da bist du bei 300 Euro. So, ich kann euch Folgendes anbieten. Ihr könnt eine kleine Pause machen. Ich muss mitreden können. Ich werde nie mehr die Möglichkeit haben, sonst aus journalistischen Gründen in ein Hochzeitskleid zu schlüpfen. Ja, ich muss doch mitreden können, Leute. Wovon die? Ja, also suchen wir was Nettes raus und dann würde ich sagen, ja, das ist investigativ. Ja, oder wie? Ja, also komm. Daniel ganz in Weiß. Ich kann so bis 1.000 Euro gehen. Okay, bis 1.000. Ja. Hier hätte ich was. Das ist es. Das sehe ich doch schon so. Tüllschleppe. Ein langer Schleier. Ja. Ja, aber das nehme ich, komm. Okay, dann sind wir zwar bei 1.400, aber... Ach so. Ist egal. Man heiratet doch nur einmal. Wow. Und? Steht dir. Ja. Wer kann, der kann. Oder? Also, Prinzessin durch und durch. So. Ja, ist schon strange. Aber ist auch irgendwie auch cool. Wobei, ich bin gerade leicht errötet zwischen, ich schäme mich ein bisschen, aber gleichzeitig ist es auch ein lustiger Moment. Also, ich spüre auch nicht, dass ich in einem Secondhand-Kleid bin.
Und ich kann jetzt nachvollziehen, ich habe gerade gesagt, 1000 Euro würde ich ungefähr ausgeben. Das würde jetzt 1400 kosten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig einschätzen kann, aber ich finde das schon schön. Ich könnte mich darin verlieben und würde dann auch sagen, ich wüsste, wenn ich wirklich jetzt die Absicht hätte, mir ein Kleid zu kaufen und ich stehe hier in dem Moment so, dass ich sagen würde, komm, weißt du was, die 400 Euro, das machen wir jetzt auch noch. Beziehungsweise, ich könnte dir auch ein bisschen entgegenkommen. Okay, dann reden wir von also wie viel. Also 100 Euro könnte ich dir auf jeden Fall entgegenkommen, sonst muss ich in den Vertrag gucken. Ja, okay, aber 1,3 1,3 wäre auf jeden Fall drin, ja. Wenn Sie jetzt die Gesichter der Kameraleute sehen könnten... Ich kann auch nicht mehr. Ja gut, also ich sag mal, für 1,3 nehme ich das mit. Das geht von meiner Rechnung ab. 1,3 weniger. Meine Braut wird da drin gut aussehen, denke ich. Die hat ungefähr die gleiche Figur wie ich. Alles klar. Ja, hat doch Spaß gemacht. Ja, jetzt aber wieder volle Konzentration. Bei dem Überangebot braucht Daniel professionelle Unterstützung. Hochzeitsplanerinnen wie Katharina Gronwald-Stolte versprechen Paaren das Rundum-Sorglos-Paket für ihre individuelle Traumhochzeit. Ob Daniels Budget dafür noch reicht? Was bringt es mir denn eigentlich, eine Wedding-Plannerin oder einen Wedding-Planner zu buchen? Viel? Ja. Wo soll ich anfangen? Ja, also erstmal bin ich für meine Paare sowas wie eine richtig gute Freundin auf Zeit. Ich bringe einfach ein bisschen Ruhe in die Sache. Die haben immer einen Ansprechpartner, jemanden, der sich super gut auskennt, ganz viel Expertise, ein Riesennetzwerk hat. Dann gibt es beim Wedding Design den berühmten roten Faden, das quasi von der Save the Date Karte, also von der Karte, die man rumschickt, um zu sagen, sichert euch den Tag für unsere Hochzeit, bis zu dem Moment, wenn die Gäste reingehen, man so einen roten Faden verfolgt bei allen gestalterischen Themen. Ich möchte nicht sagen, das kriegt man ohne Hochzeitsplanerin nicht hin, aber mit ist es auf jeden Fall einfacher und häufig eine rundere Sache. Ja, das ist jetzt hier sehr unromantisch, aber ich mache so die Durchschnittshochzeit, gucke ich mal, was ich dafür kriege, sprich für 14.563 Euro. Kann ich dafür, für dieses Geld, kann ich mir dich leisten als Hochzeitsplanerin? Ganz klar nein. Also man kann dafür eine Hochzeit feiern, eine schöne, selbstgebaute Hochzeit. Aber eine Hochzeitsplanerin ist dann doch eher ein schöner Luxus, den man sich vielleicht dazu holt, wenn man ein bisschen größeres Budget hat. Ein Luxus, den sich immer mehr Paare gönnen, um ihren schönsten Tag im Leben gelassener und stressfreier zu planen. Ja, ich wollte zumindest mit deiner Hilfe mal herausfinden, worauf man vielleicht verzichten kann. Weil wenn man auch, ich sag mal, auch bei deinen Hochzeiten, wenn es dann, wo liegen die? Wenn die Leute, die also Paare, die bei dir haben? Sollten ab 25.000 Euro Budget haben und dann geht es hoch bis zu 80.000, 100.000. Okay. Und Priorität wäre auch das, wenn du mich nach Abstrichen fragst, dann würde ich fragen, wo ist denn deine Priorität? Was ist dir wichtig? Ja. Feierst du gerne? Isst du gerne? Bist du designaffin, soll super toll aussehen. Und wenn ich dann herausgekriegt habe, was dir nicht so wichtig ist, dann kann ich dir sagen, wo wir sparen. Hm. Was musst du mir wert sein? Was ist dein Honorar? Also wenn wir darüber sprechen, du kommst jetzt zu mir, möchtest nächstes Jahr heiraten, dann solltest du ab 5.500 Euro rechnen für eine Komplettplanung. Ist es die Hochzeit zu Hause und es müssen Zelt und Catering und alles weiter organisiert werden, dann bin ich vielleicht auch mehrere Tage vor Ort beschäftigt, dann können wir schon so bei 8.000, 9.000 Euro landen. Ja, okay. 2018 war das Rekord-Hochzeitsjahr der letzten 30 Jahre. Ein Grund? Die Einführung der Ehe für alle. Auch Holger und Patrick wollen endlich heiraten. Ich weiß nicht, ich komme wieder aufs Honorar, weil bei uns dreht sich halt viel um Kosten. So. Wenn die beiden jetzt gesagt hätten, hör mal, weißt du was, Zeitplanung machen wir selber oder gewisse Leistungen so selber übernommen hätten, vielleicht können wir ja gleich mal drüber sprechen, vielleicht habt ihr ja auch eigene Leistungen übernommen. Spiegelt sich das in dem Honorar des Wedding-Planners wieder, dass es dann weniger wird oder vielleicht auch mehr wird, wenn ich sage, ja, mach das auch noch und so? Jein. Wenn jemand zu mir kommt und hat schon viel geplant, also ich sag mal so, ein ganz großer Posten ist erstmal die Location-Suche. Wenn jemand zu mir kommt wie die beiden und sagt, wir haben unsere Location eigentlich schon gefunden, wir haben die schon gebucht, dann reduziert das meine Arbeit und somit reduziert das mein Honorar. Wenn ich weniger Arbeit habe, koste ich weniger. Das heißt, wenn ich in eine bestehende Planung einsteige, dann wird es einen Tacken günstiger. Okay. Bei Holger und Patrick packen die Familien mit an, um ein bisschen Geld zu sparen. Also die Tante macht die Blumenfee quasi. Ja, genau, die Tante macht unsere Blumenfee. Die Tante macht die Blumenfee. Ja. Habt ihr sonst noch Familie oder Freunde eingespannt? Ja, so semi. Nein, also die machen das schon gern, meine Eltern und meine älteste Schwester.
machen die Pompons, die bei uns unter der Decke hängen sollen, 168 Stück, sie freuen sich schon sehr. 168? Warum genau 168? Habt ihr da ausgezählt, wie viele? Nee, genau? Ich habe einfach dann bestellt und irgendwann aufgehört. Also, ich dachte, die müssten das alles auseinanderzippeln und dann werden sie mich danach hassen. Ja. Genau, ich habe gesagt, macht mal so 100, weil die müssen ja auch alle aufgehängt werden. Ja. Und das ist viel Arbeit, das kann ich nicht für euch machen. Ja. Da müsst ihr jemanden fragen, der euch unterstützt. Und dann hat sich Holgers Schwester bereit erklärt, aus 100 wurden 150 und auf der Liste heute stehen 168. Ja. Natürlich ist es trotzdem für mich interessant, mal so zu hören, jemand, der eben die Möglichkeit hat, einen Wedding Planner zu nehmen, habt ihr euch ein Budget gesetzt? Wo liegt euer Budget? Unser Budget ist auf jeden Fall schon überschritten. Ja, okay. Es war in den 20.000er Bereich, ja, ist aber schon mehr. Okay, also haben wir schon eine 3 vorne. Ja. Ja. Eine 4 auch schon? Nein. Nein, okay. Ich möchte an der Stelle betonen, dass ich versuche wirklich das Budget einzuhalten. Ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, weiß ich Katharina, aber wir wollen noch das, aber wir wollen noch diese wunderschöne Hochzeitstorte, wir möchten unbedingt noch Hüpfburg, das ist der eine Tag und dann entgleitet das Budget manchmal und dann bin ich auch nicht dauerhaft die Stimme des schlechten Gewissens, sondern dann freuen wir uns gemeinsam darauf, was für das Geld umgesetzt wird. Also ich hätte gesagt, ich weiß nicht, wie das mit dem Team aussieht. Ja. Könnt ihr auch so ganz unscharmant mal selber eingeladen, aber würde ich natürlich gerne mal sehen. Ihr dürft gerne kommen. Ja? Pastell, bitte. Pastell, das ist das, das ist mein Original. Ich dachte, den Disney-Outfit muss ich originell Pastell. Kannst auch gerne als Aladdin kommen. Ja, okay. Also Pastell muss es sein, originell Pastell. Das ist das Motto. Ja. Ja, ich freue mich schon, hier unsere Kamerajungs und ohne den Pastellkleidchen zu sehen. Ja, alles klar, wir sind dabei. Super. Aber vorher geht's für Daniel und sein Team auf eine andere Hochzeit. Die meisten Paare heiraten zwischen Mai und September. Bauernhöfe und Fachwerkhäuser sind als Location besonders beliebt. So, ich bin jetzt hier in Viersen bei Mönchengladbach und wollte mir jetzt mal diese Location hier anschauen. Das ist der Kirchhof. Hier geben sich heute zwei das Ja-Wort, also der große Moment. Ja, aber primär bin ich heute hier wegen der Location, weil wir sind hier ziemlich weit außerhalb und ich möchte mal wissen, ob ich dadurch vielleicht Geld sparen kann, wenn man so rausgeht aus den Ballungsgebieten. Und da ist auch schon der Christian. Das kann er mir sicherlich erzählen. Christian, hallo! Christian Röhm vermietet den Kirchhof hauptberuflich, von der Organisation bis zum Aufbau. Für wie viele Leute? So maximal 110, würde ich sagen. Ja, und was, wenn ich jetzt mit 30 oder 40 nur kommen möchte? Ja, wir machen das so ab 70 Personen aufwärts, damit die Anlage auch ausgelastet ist, ne? Ja. Da höre ich so ein bisschen raus, dass hier ein gewisser Umsatz dann auch gemacht werden muss mit den Leuten. Genau, weil es gibt ja nur so und so viele Wochenende im Sommer. Ja. Und da findet das alles statt zwischen April und Oktober. Und da muss man schon gucken, dass man an den Wochenenden halt das hier gut am Laufen hält. Ne? Ja, das ist wichtig. Ja. Das heißt, du brauchst einen gewissen Grundumsatz einfach auch, weil du eine Saison hast. Richtig. Und in der Saison quasi fürs ganze Jahr dich auslasten musst. Und weil die auch bei dir dann das Catering buchen oder wie läuft das? Ja, die buchen bei mir die Getränke und die Servicekräfte. Ja. Und ich gebe meinen Kunden dann quasi ein Portfolio mit Caterern an die Hand und die machen das mit den Caterern dann in Eigenregie. Also ich habe für alle Gewerke eigentlich sehr gute Dienstleister so an der Hand, die ich immer empfehlen kann. Ne? Ja, auch den DJ zum Beispiel, weil DJ hier sehe ich auch, haben wir eben auch einen DJ-Platz schon, der da ist. Genau. Ja. Also was ich mich hier frage ist, du sagst, du hast Caterer an der Hand, du hast einen DJ an der Hand, du hast die Location. Ich frage mich jetzt gerade an der Stelle, weil ich auch mit einer Wedding-Plannerin gesprochen habe, wofür brauche ich die denn noch? Wenn du auch ein Netzwerk hast. Ich sag mal so, bei wirklich sehr, sehr großen, sehr, sehr aufwendigen Hochzeiten, da kann die Wedding-Plannerin Sinn machen, weil das dann ein bisschen unübersichtlich wird. Aber in dem Rahmen, wie das hier stattfindet, kann ich eigentlich immer weiterhelfen. Und ich betreue die Kunden ja auch übers ganze Jahr, wenn die halt das gebucht haben, dann rufen die an, haben schon mal eine Frage oder schreiben eine E-Mail. Das ist quasi auch so eine Sache, die wir dann quasi mit anbieten. Ja. Lässt sich so Geld sparen? Daniel will's wissen. So, und was muss man dann, jetzt ist ja die Frage der Fragen. So, was muss man dann auf den Tisch legen, wenn ich jetzt hier bei euch feiern möchte? Also das hier kostet 2.700 Euro, die Miete dafür. Ja. Das inkludiert gewisse Sachen, die schon dabei sind, wie das ganze Mobiliar, ein paar Dekosachen, eine gewisse Beratung, das ist da alles inkludiert, eine Endreinigung, eine Strompauschale und so weiter. Ja. Und dann kommt hier noch dazu, dass man die Getränke von uns abnehmen muss und das Servicepersonal. Okay. Und das kann so sein zwischen 35 und 45, 50 Euro pro Gast. Ja.
die Getränke und das Personal. So, da kann das irgendwo liegen. Ja. Ich war erst, habe ich gesagt, 2,7. Das ist aber günstig. Wenn du jetzt nochmal sagst, 50 Euro pro Person bitte. Ungefähr für Getränke und Personal. Ja. Jetzt gehe ich mal von 60 Leuten aus, dann sind wir bei 3.000 Euro. Ja. Dann sind wir bei 5,7. Ja. Also 5.700, 6.000 Euro das kann, irgendwie. Das kann durchaus passieren. Glaubst du, das wäre jetzt in einem Ballungsgebiet teurer? Die gleiche Sache in Dortmund also oder in Ruhrgebiet in Köln. Weiß ich nicht, aber in Köln mit Sicherheit, weil die Betriebskosten sind da höher, da ist alles teurer. Ja. Und mit Sicherheit wäre das da nicht so. Und das ist ja hier mal familiengeführt. Ich habe keine wahnsinnig hohen monatlichen Mieten, die ich bewältigen muss. Das ist natürlich auch eine Sache, die nicht jeder so hat. Ne? Die Wunschlocation am Wunschtermin zu bekommen, ist gar nicht so leicht. 1 bis 1,5 Jahre im Voraus sollten Paare buchen. Also ich nehme so 2 Dinge mit. Zum einen, dass ich sparen kann, wenn ich mit der Location raus aufs Land gehe. Zum anderen, die Locations, die haben ja gute Kontakte. Die arbeiten ja auch schon seit vielen, vielen Jahren mit DJs, Fotografen, Caterern zusammen. Wenn ich mir eben den Weddingplaner oder die Weddingplanerin nicht leisten kann, dann würde ich halt hier die Kontakte nutzen. Ne? Auch so, wie Christian gesagt hat. So, und jetzt müssen wir ein bisschen leise sein. Weil hier wird jetzt gleich Ja gesagt. Geht los. Du bist Dame, von allem das Beste. Ich will dich ganz nah, noch näher als gestern. Noch auf meinem, erst 2 Stunden her, 1000 und einen Kuss will ich mehr. Niemand fasst mich so an, du brauchst mir den Verstand. Ich genieße so daran, dass ich mit dir alles kann. Niemand schaut mich so an, ich lass dich hinter meine Wand. Das ist schon krass, ne? Also das. Genau dieser Moment jetzt, dass genau für diesen Moment so viel investiert wird. Jetzt hast du hier deine 60, 70 Gäste sitzen, willst denen einen tollen Tag machen und hast dafür so viel investiert. Das ist doch Wahnsinn, für einen Tag so viel Kohle rauszuhauen. Und trotzdem habe ich es gleichzeitig auch so gemacht, damals vor 10 Jahren. Ne? Zurück auf der Hochzeitsmesse in Düsseldorf. Daniel will einem brisanten Verdacht auf die Spur kommen. Bei Hochzeit denken wohl viele an Abzocke. Wird wirklich alles teurer, sobald das Wort Hochzeit draufsteht? Für viele Aussteller ein sensibles Thema. Daniel traut sich trotzdem und hakt nach. Unter anderem bei Konditormeister Stefano Gallus. So, was bietet ihr an? Torten? Also Döner ist aus, deshalb haben wir heute Torte. Ich bin Konditormeister. Okay. Und mein Team und ich zaubern eben Hochzeitskreationen in Tortenform. Schön. Wir sehen nicht nur geil aus, wir schmecken auch. Ganz klar. So, und dann habt ihr denn auch geile Preise? Ist eben kundendesignt, also dementsprechend kriegt der Kunde seinen zugeschnittenen Preis. Ja. Sag mir, was du haben willst und ich mach dir deinen Preis. Okay, guck mal, dann sag ich dir, was ich brauche. Ja. Ich habe 14.563 Euro. Okay, kommen wir zu. Ich habe 61 Gäste. Ja. Und jetzt brauche ich eine Torte von dir. Ich mache dir einen tollen Preis. So eine Torte, 60 Personen, egal welche Geschmacksrichtung die, du bei mir wählst, liegen wir bei 520 Euro. 520 Euro? Genau. Jetzt mal eine andere Frage. Ich mag einfach unheimlich Torten gerne, aber ich heirate nicht. Worauf möchte ich hinaus? Wenn ich einfach nur so eine Torte haben möchte, auch in der gleichen Qualität, einfach nur, weil ich die gerne esse, was kostet die denn dann? 520 Euro. Du weißt, worauf ich hinaus natürlich möchte, ne? Also ist das, weil man hat nämlich als... Nein. Man also, hat immer die Sorge, dass da steht Hochzeit drauf. Guck und dann, mal, einfach um jetzt das wieder zu spiegeln. Hm? Würdest du die Torte nehmen, wo die Kollegin da steht, von Star Wars, die liegt bei 680. Ja. So, ne? Hm? Dann ist mir egal, ob das jetzt ein Geburtstag ist oder nicht. Du hast natürlich recht, überall, wo Hochzeit draufsteht, wird es teurer. Aber man darf nicht vergessen, es ist eben nicht eine schwarze Kirsch, wo ich 5 Stück am Tag von mache. Es ist wirklich auf diesen Kunden zugeschnitten. Also die Böden sind extra, die Füllung ist vielleicht noch abgestimmt, weil die Braut noch einen Hauch Minze drin haben. Ja, ja. Ne? Das muss ich besorgen, das muss ich reinmachen und es ist halt wirklich ein Handwerk. Ja, ne? Aber wird bei Hochzeit, weil die Leute auch bereit sind, ein bisschen mehr auszugeben,
eine kleine Schippe draufgelegt, was ja legitim wäre, wenn man es verkaufen kann. Ich glaube, tendenziell ist es natürlich so, bestimmt in manchen Gewerken. Ja. Aber bei uns ist es tatsächlich wirklich der Arbeitsaufwand, der zählt. Okay. Ja, ja. Tatsächlich. Okay. Ja. Schwarze Schafe oder System? Wir wollen es genau wissen, also schreiben wir jeweils 20 Friseure, Konditoren und Caterer an und bitten um Angebote für eine Hochsteckfrisur, eine dreistöckige Torte und ein Catering für 60 Personen. Einmal für eine Hochzeit und einmal für eine andere Feier. Wird es bei der Hochzeit wirklich teurer? Die Auflösung später. Für Anne und Jan ist der große Moment gekommen. Die beiden haben mit Unterstützung von Familie und Freunden viel selbst gemacht und organisiert, auch um im Budget zu bleiben. Was hier ganz schön war, war, dass man für alles zusätzlich nicht extra noch Geld zahlen musste, ja, sondern einen fixen Betrag hatte. Das hat uns gefallen, dass wir das rund hatten, mhm, und wussten, alles klar, alles, was hier steht, dürfen wir benutzen. Und damit war das für uns relativ schnell klar, dass wir hier heiraten, ja, werden. Habt ihr jetzt gerade in dem Moment das Gefühl, ja, wir haben alles richtig gemacht, auch wenn jetzt am Ende 10, 15, vielleicht 20.000 im Raum standen? Ja, aber genau so sollte es sein und genau so haben wir alles richtig gemacht. Ja. Also, ihr bereut keinen Euro? Nein. Nee. Beim Essen haben die beiden sich etwas Besonderes einfallen lassen. Einen Foodtruck. In der mobilen Küche bereitet Caterer Maxim Papritsch von der Vorspeise bis zum Dessert alles vor. Hi Daniel. Hi Maxim, freut mich. Ja, jetzt geht's los hier, wa? Genau. Ja, ich bin gespannt, also, was ihr hier drin zaubert. Ja, du kannst gerne gleich mit anpacken. Ja. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was vorbereiten. So, und den habt ihr hier vorher schon aufgebaut gehabt, genau, ne? Der kam vor ein paar Minütchen schon. Ja, der ist wofür? Da geben wir heute so ein paar Fingerfoods und Desserts aus. Okay. Also da bleibt die Küche kalt. Ja. Und hier, das ist dann unsere heiße Küche, wo wirklich gebraten wird und gekocht wird. Ja, mega. Kommt dann die Hauptspeise raus. Ja. 2017 hat Maxim mit einem einzigen Truck angefangen. Heute hat er 7. Wir hören das so häufig, dass Kunden anfragen und dann sagen, ah, wir waren letztes Jahr auf der Hochzeit bei unseren Freunden, ja, und wir fanden das Konzept cool. Vielleicht haben die Freunde die Gäste dann sogar auf die Idee gebracht, mhm, zu sagen, okay, für unsere Hochzeit ein Foodtruck, weil das ist... Ja, kommt vielleicht nicht unbedingt für alle grundsätzlich in Frage, weil sie sagen, ich möchte jetzt keine Burger auf der Hochzeit haben. Aber wir sind ja sehr universell aufgestellt. Also vom Burger, also Streetfood, bis zum Gourmet-Menü, sage ich mal, können wir halt alles aus dem Truck machen. Okay. 40% seiner Buchungen sind Hochzeiten. Klar, es ist jetzt so ein bisschen auch ein Aufseher, ne? Die Gäste gucken hier und hier passiert jetzt gerade einiges. Vorsicht. Aber ich finde es ganz gut, eben, dass man so ziemlich unabhängig ist von der Location. Ne? Heutzutage, klar, fährst du das Auto dahin, kannst das essen, was du möchtest. Nicht nur, was die Location vielleicht anbietet. Preis werden wir erfahren. Genug gequatscht. Jetzt wird angepackt. Also wir haben natürlich gewisse Punkte, die uns mehr Geld kosten als ein Caterer, der vor Ort ist. Ja. In anderen Dingen sind wir auch wieder günstiger. Dadurch, dass wir alles in unseren Fahrzeugen fest eingebaut haben, sind wir da einfach flexibler und müssen nur noch die Waren einpacken und rausfahren. Komm, dann sagen wir doch jetzt mal, was kostet denn jetzt hier die Nummer? Also da haben wir eine gewisse Spanne, die davon natürlich abhängt, was der Kunde auswählt. Mhm. Also nehme ich jetzt beispielsweise nur ein Burgerpaket, ist das deutlich preiswerter, wie jetzt heute mit Fingerfood, großem Hauptgangpaket und Dessert. Mhm. Aber ich würde sagen, so der Schnitt liegt ungefähr bei 50 Euro pro Person, wenn man von 3 Gängen ausgeht. Ja, auch Wahnsinn, ne? Das ist also klar, da habe ich gerade auch schon so geschätzt, so 2.000, 3.000 Euro nochmal fürs Essen. Bei 60 Gästen, sage ich jetzt mal, sind wir hier bei 60 3.000. Gästen kann man das rechnen. Ne? Also da kommt schon einiges zusammen. Ne? Schon auf jeden Fall, ja. Bei diesem Catering würde Daniel mit seinem Durchschnittsbudget schon ins Minus rutschen. Genauso trostlos wie sein Budget ist auch plötzlich das Wetter auf dem Kirchhof. Wetter kann man nicht kaufen, ne? Dann hast du jetzt 3.000 Euro fürs Essen, 6.000 Euro für die Location und für Getränke, sind wir bei 9.000 Euro. Und dann regnet's. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ich glaube, wenn du so viel Geld ausgegeben hast, dann lässt du dich davon jetzt auch nicht unterkriegen. Hoffe ich zumindest fürs Paar. In Marienmünster bei der Hochzeit von Holger und Patrick scheint noch die Sonne. Vor der Trauung will Daniel wissen, was aus den Anfragen bei Friseuren, Konditoren und Caterern geworden ist. Die Ergebnisse unserer kleinen Stichprobe sind da. Wir haben ja
mal verschiedenste Dienstleister angefragt und wollten gucken, ist es jetzt wirklich sofort teurer, wenn wir sagen, dass wir etwas für eine Hochzeit buchen wollen, im Gegensatz zur klassischen Familienfeier. Und wir haben Caterer, Frisuren und Torten angefragt. Und die gute Nachricht, bei den Caterern gab es wirklich niemanden, der irgendwie von den Preisen jetzt große Unterschiede gemacht haben. Aber wir haben das ein oder andere schwarze Schaf dann tatsächlich bei den Friseuren oder auch bei den Tortenbäckern gefunden. Hier mal ein Beispiel. Abi-Frisur gab es bei einem Anbieter für 45 Euro. Gleicher Anbieter, gleiche Anfrage für die Hochsteckfrisur zur Hochzeit. 85 bis 150 Euro und sofort noch ein Probetermin vorweg für 50 Euro. Also fast, ja, also ungefähr das Dreifache. Und wir haben auch ein Beispiel jetzt hier für die Hochzeitstorte. Dreistöckige Torte für die Familienfeier für 490 Euro, für die Hochzeitsfeier für 590 Euro. Also man sieht, es kann sich durchaus lohnen, wenn man bei der ersten Anfrage nicht sofort das Wörtchen Hochzeit ins Spiel bringt. Damit sie in keine Kostenfalle tappen, haben Holger und Patrick ihre Familien eingespannt und Hochzeitsplanerin Katharina Grunwald-Stolte engagiert. Was macht denn jetzt diese Hochzeit zu einer 30.000 Euro Hochzeit? Also was sind die Goodies, die Add-ons, die Sachen, die sich eben dann nicht jeder leisten kann? Was ein super Add-on ist, wir haben Live-Musiker hier heute vor Ort, einen Profimusiker, der für die freie Trauung und für den Empfang schöne Musik macht, auch Musik, die die beiden vorher ausgesucht haben, die für die nochmal ganz wichtigen Symbolcharakter ja. hat. Wir haben eine elegante Bestuhlung, überhaupt sehr viel Invest für Dekoration, Traubogen. Wir haben eine professionelle Traurednerin. Kann man das beziffern, zum Beispiel Musik? Wie viel muss ich in die Hand nehmen? 1, 5, 2? Das fängt so bei 1, 2 an. Ja. Und nach oben kein Ende, wie Klar. immer, wenn man eine ganze Band da hat. Und wenn so, man oder? Eine ganze Band da hat, wenn man den Partystart haben möchte mit Live-Musik. Ja, ja. so ungefähr. Okay. Und Trauredner hast du gerade angesprochen. Wie viel muss ich da ungefähr? Auch ein Tausender? Oder? Ist schon fast ein bisschen knapp. Professioneller Trauredner würde ich auch so sagen, ab 1, 2, 1, okay. 5. Bis hoch zu 2.800, 3.000 Euro. Ja? Ja, je nachdem, wie beliebt die sind. Ja, echt? Die können ja nur eine Hochzeit pro Tag machen. Und also gibt es in der Hochzeitsszene Trauredner und Rednerinnen, die so bekannt sind, dass man sagt, ja. die und der macht das richtig ja. gut, den brauchen wir. Und ja. dann können die bis zu 3.000 Euro nehmen. Ja. So, Bestuhlung hast du gesagt, ist schon mal extravagant. Kann man da irgendwie, kann man das beziffern? Ja, für so einen Leihstuhl mit allem Drum und Dran, Lieferung jetzt ohne Auf- und Abbau gerechnet, 15 Euro pro Stuhl würde ich rechnen. Ja. Da okay. investiert man also auch ganz schnell 1.000, 1.500 Euro. Das ist so krass, ne? Ja, wie so schnell das eben ja, alles so geht. Ne? Sich das. Dann würde ich sagen, ja, auf in die letzte Runde und dann geht's gleich los. Ich gucke mir das so Ganze so ein bisschen an. Viel Spaß beim Zugucken. Danke, danke. Bis zu 30.000 Euro haben Holger und Patrick heute für ihren ganz besonderen Tag ausgegeben. Allein ihre Anzüge kosten zusammen 4.000 Euro. Aber genug der Zahlen. Manchmal, da darf man auch einfach nur träumen. Zeit für Daniels Kassensturz. 14.563 Euro für die Durchschnittshochzeit mit 61 Gästen. Doch das Budget war schnell aufgebraucht. Am Ende steht ein Minus von mehr als 1.000 Euro. Angebote vergleichen kann sich lohnen. Wer sparen möchte, spannt Freunde und Familie ein und dekoriert zum Beispiel selbst. Second-Hand-Kleider kosten ungefähr die Hälfte vom Originalpreis und sehen trotzdem aus wie neu. Etwas Ausgefallenes ist trotzdem drin. Foodtrucks kosten ähnlich viel wie ein klassisches Catering. Also ich habe mich gefühlt wie vor 10 Jahren. Damals wie heute musste ich feststellen, der Tag der Tage, der kann richtig teuer werden. Klar, für 14.563 Euro kann man sich einen unvergesslichen Tag machen, aber viele Extras sind leider nicht drin. Viel wichtiger als das Budget ist aber doch sowieso die Liebe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.